ein weiteres Mal Servus aus Baikonien. Heute Morgen war ich wieder schwimmen, etwas kürzer. Es waren insgesamt 1800 Meter. Davon habe ich wieder 200 Meter reine Gleitübungen gemacht, um ja, wieder ein bisschen mehr Gespür fürs Wasser zu bekommen, die Wasserlage zu verbessern. Aber ich werde es auch insgesamt heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe hier nur zwei kurze Fahrradfahrten, die ich noch machen musste. Die verbuche ich jetzt mal als aktive Recovery. Und dann wollte ich heute eher die Zeit nutzen und mal schauen, wie sich so die letzten Trainingstage, die ja jetzt für meinen Körper zumindest doch ungewohnt waren, nach der langen Krankheitszeit sich ausgewirkt haben. Und mir dann einfach mal einen Plan machen für die kommenden Tage. Und ja, ich glaube, so ein kurzer Halbruhetag tut jetzt dem Körper auch ganz gut, um dann die nächsten Tage nochmal gut einzusteigen. So, nichts damit pausieren. Ich habe mich gerade wieder selber überlistet. Und weil die Sonne eben so ein bisschen rausgeguckt hat und es morgen eigentlich wieder regnen soll, dachte ich mir, ah, jetzt doch noch mal aufs Rad und morgen ein bisschen ruhiger. Und bin jetzt hier die Berge gefahren von Baikonien und mache die Kaiser-Etappe. Genau, hier gibt es so ein paar Anhöhen und einen Turm, der einem Kaiser gewidmet sein soll. Und das schaue ich mir mal kurz an. Und dann sage ich dem Teufel noch kurz guten Tag. Ja, und dann habe ich sogar ein paar Höhenmeter hier auf Baikonien gemacht. Nebenbei, auf Baikonien gibt es auch einen lokalen Fußballclub. Ich habe gehört, die haben jetzt ein bisschen größere Ambitionen. Mal schauen, vielleicht entwickelt sich da ja was. Der Teufelsberg ist ja kein richtiger Berg, sondern es ist nur so ein Schuttberg aus der Nachkriegszeit, also von den ganzen Häusertrümmern. Ja, und den Einheimischen auch bekannt als Alp de Baikonien. Und genau genommen sind es eigentlich auch zwei Berge, nämlich einmal der Drachenberg, auf den ich jetzt rauf fahre, und dann auch der andere Berg, wo die ehemalige amerikanische Abhörstation ist. Und jetzt bin ich auch nicht oben. Und ich werde mit Sonne verwöhnt. Wie schön. Okay, also ist jetzt nicht die beste Rennradstrecke hier, aber geht gerade so noch. Auf jeden Fall sehr schön. Ich bin oben, aber reingehen wollte ich jetzt nicht. War noch mal eine schöne Gravel-Strecke hier runter. Während hinter mir die GoPro probiert, per Zeitraffer nochmal den Sonnenuntergang zu filmen. Ich hoffe, die Sonne kommt nochmal ein bisschen raus. Von mir nochmal ganz herzliche Grüße aus Baikonien. Hinter mir liegt eine super Fahrt. Ich bin total froh, dass ich die noch gemacht habe und ja, morgen nicht im Regen dann irgendwie im Keller hocke. Ja, ich habe damit aber mehr gemacht, als ich eigentlich wollte und werde dann morgen ein bisschen kürzer treten. Und während ich hier meine Tour mache, beziehungsweise hier auf den Sonnenuntergang warte, wurde gerade mein letztes Video veröffentlicht.
Und ich habe jetzt immer in die Kommentare reingeguckt und finde ich sehr nett. Andreas Borchers schreibt, sehr gut, geht auch daheim. Muss ich immer die krasseste Einheit im Club La Santa sein, sehr sympathisch. Also ich finde auf jeden Fall auch, es ist auch zu Hause sehr cool und Radfahren, Laufen, Schwimmen kann man ja mindestens genauso gut. Und wenn man die Augen offen hält, dann sieht man auch noch sehr coole Sachen. In dem Sinne,